Yes, welcome to the part, to the second part of Origins, Dragon Age Origins. Herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Let's Plays Dragon Age Origins. Im ersten Teil ging es bei mir etwas holprig zu und deswegen möchte ich nochmal hier meine Wald... Nee, das ist eine Stadtelfe, die möchte ich nochmal vorstellen, so habe ich sie kreiert. Sie soll anders sein. Sie hat die Eigenschaften als Schurkin. Sie hat ein bisschen Geschick bekommen von mir. Und im ersten Teil haben wir natürlich die Schocknachricht gekriegt, sie soll zwangsverheiratet werden. Da stehe ich überhaupt nicht drauf. So. Auch in meinem Rucksack ist mir aufgefallen, ich habe einen Fehler gemacht im ersten Teil. Ich habe hier schon nämlich schon die kleine Schmierfalle eingepackt. Da steht nämlich drin, dass sie ausgelöst werden könnte, wenn ich da keine Ahnung habe. Und das würde... Oh, das ist übelst. Und ich kann die nicht mehr wegmachen, oder wie? Dann gibt es noch einen Rechtsklick. Da steht noch was. Zerstören oder untersuchen. Vorsicht, wenn diese Falle in deinem Rucksack losgeht, dauert es Stunden, alles wieder von Öl zu befreien. Wie kriege ich diese Scheiße wieder weg? Oh, so, und jetzt steht hier plötzlich Adayas Stiefel verfestigt. Mhm. Das heißt also, die werde ich dann hier rüber, oder? Ja, richtig. Gib mir eine Rüstung mehr. Und Erschöpfung, was war das? 51? Richtig. Also, ich habe schon ein bisschen... Und dann hier ein Hochzeitsgewand habe ich jetzt auch drin. Soll ich das auch noch anziehen? Muss denn gleich jeder erkennen, dass ich auf Heirat gehe? Nein. Oh, nee. So, soll ja ein bisschen hier gut zugehen. Ja, wir gehen jetzt ins Gesindeviertel. Ich bin gespannt. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Das Handling des Spiels ist für mich neu. Bitte das zu berücksichtigen und zu entschuldigen. Gucken wir mal rein, was passiert. Wird Geladen. Ui. Oh. Und da in der Bretterbude wohne ich? Das ist ja übel. Oh, Kätzchen. Hallo, Kätzchen. Komm. Gucken. Oh, süß. Ja, das ist... Das hat Atmosphäre. Das ist Gesindeviertel. Das ist ja irre. Also, ich gucke mich erstmal hier ein bisschen um. Vielleicht gibt es irgendwas zu finden. Okay, ja. Weiß noch nicht, wie ich steuern soll. Entweder mit diesem Doppelklick oder mit der Cursor-Geschichte. Da muss ich mich auch noch ein bisschen dran gewöhnen. Und, ja, schauen wir mal. Ah, ich glaube, also wie schon gesagt, bin jetzt mit der Maus dabei. So, geh mal die Treppe hoch. Geht das? Oh, die ist so doof, die Treppe hochzugehen. Oh, da ist hier die Katze. Okay. Ja, kommen wir hier rechts oben hin. Das ist dieser, ich sag jetzt mal Radar. Hier sind irgendwelche Geschichten. Das ist mein Zuhause. Das ist Alaritz. Laden. Aha. Und was haben wir hier? So ist, ach ja, ein Tag der Freude. Was mache ich denn da, wenn ich Doppel- oder Rechtsklicke mache? Geht nicht. Das heißt, ich muss mein Tagebuch durchlesen. Das ist hier. So ein Leben im Gesindeviertel. Ein Tag der Freude. Sprich mit Soris. Chiani hat dich geweckt und dir mitgeteilt, dass dein Bräutigam früher als erwartet angekommen ist und deine Hochzeit auf heute vorverlegt wurde. Da dein Vetter Soris ebenfalls heiraten wird. Ach so, erwartet euch eine Doppelhochzeit. Du solltest unbedingt mit ihm sprechen. Macht die Sache spannend. Ich gucke aber noch ein bisschen hier. Vielleicht gibt's. Ich bin ja so ein Scouter. Mein Name kommt ja nicht von ungefähr. Ich muss erstmal alles entdecken, untersuchen. Und, guck mal. Eine Mauer. Vor der Mauer gibt's Peoples. Ih, eine Pfütze. Ich bin eine Frau. Geh doch nicht durch Pfützen. Ich liebe sie, aber ich denke, sie liebt mich. I brought her diamonds, rubies, silver and gold. But all she wanted was to be saved from the cold. She begged me to catch her, convinced me I should. I promised her a house, all gray stone and wood,
We made love in the sea. We made love on the shore. I was just there for playing, but she wanted more. But there's one small... Okay. Whoa. Are you a sight for sore eyes? Schön. Ihr seid betrunken. Freut mich, dass ihr feiert. Ich mache nur meine Runde. Sammle die Hochzeitgeschenke ein. Ja, das ist irgendwie schlüssig. Mach ich mal. Oh. We thought cash would be better. Spend's easier. Right. Yeah, we gathered up 30 bits. That's a pretty good wedding present for anyone. That it is. Much better than a present, yes? Herrlich, überredet. Überreden. Üblich wären eigentlich 40. Auf jeden Fall, danke Jungs, das müsste reichen. Ach, handeln wir mal ein bisschen. Wir sind ja eh besoffen. Der eine im Hintergrund fällt um. Oh, you're right. Don't mind us. We're a bit tipsy. Here's 10 bits to top it off. Now you go celebrate your big day and we'll do the same. Big day. Lots of celebrating. Ups. Okay, erhalten 40. Erhalten 40 was? Wo kann ich das sehen? 40 Gold oder 40 Münzen? Wo sehe ich hier jetzt mein Geld? Ich muss bestimmt auch mit dem Geld hier irgendwas. Ist denn das hier? Stopp mal. Gesundheit, Ausdauer, Erschöpfung. Mhm. Was haben wir denn hier? Plotgegenstände, Handwerk, andere Accessoires, Rüstung, Waffen. Ja, wahrscheinlich bin ich hier falsch, ne? Oder habe ich hier irgendwie was? Statistiken, Talente, Fähigkeiten, Rucksack. Müsste eigentlich doch eigentlich hier sein. Ach, da oben! Oh, ist das klein. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe schon mal mit den Besoffenen gesprochen. Was hat's mit der Mauer hier auf sich? Die kann ich... Ach, Mauer. Ah, Rechtsklick untersuchen. Oh, machen wir mal. Ja, und jetzt? Ja, ich starte die Mauer an. Rechtsklick untersuchen. Zack, mache ich. As you wish. Ja? As you wish, ja und? On it. Nö. Okay, ich habe Rechtsklick zigmal gemacht, aber bis jetzt passiert hier noch nichts. Gut, okay. Okay, mal gucken. Ne, platscht noch nicht mal, schade. Kann man in die Tür rein? Oh, das ist Haus, Rechtsklick. Ist das mein Haus? Ja, das ist, ja, da komme ich ja her. Super, okay. Ah, erstmal ein paar Leute kennenlernen hier. Schauen wir mal. Soll zwar zu diesem Sohre sein, aber ist mir egal. Oh, hübsches Mädchen, komm her. Congratulations. Ja, ach so. Elfen, I don't see the rug. We didn't leave it, did we? Aha, was macht die da? Bückt sich und macht ist irgendwas kaputt da? Okay. Ey, wer bist du? Das ging mal fix hier. Elf, okay. Wer bist du? Es gibt welche, die sind nicht Nessas Vater. Ah, dann sprechen wir mal Nessas Vater an. Many blessings, young one. We hope to stay for the celebration, but we must be off. Aha. Aber wir müssen aufbrechen, ja, ja. Ich verstehe, viel Glück. Ihr kommt nicht zu meiner Hochzeit? Was ist passiert? Wo wollt ihr hin? Schade eigentlich. Wiedersehen. Ich will erstmal wissen, was passiert ist. The human who owns our building has decided to sell it for storage space. We can't afford to live anywhere else here, so we're leaving Denerim. Ich verstehe. Also die, was, die können... Oh, das ist ja übel. Schade eigentlich, wie das... wo wollt ihr hin? Ich verstehe viel. Na, mal gucken, wo sie hinwollen. The Ostagar Ruins. The army camp there is calling for laborers. We wanted to look for work in High Ever. But that's just not possible.
Ja, warum nicht? Wieso ist das nicht möglich? Kann euch jemand, kann ich euch irgendwie helfen? Okay. Nee, warum ist es denn nicht möglich? Moving to a different alienage isn't easy. Travel and bribes cost money. Humans are a suspicious lot. I've heard the ones in High Ever are worse than here. Oh Gott. Okay, schlimmer. Könnt eine Weile bei uns wohnen. Oi, 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 oi. Da sind drei Peoples. Wie viele Betten habe ich denn da? Ich habe da nur zwei gesehen. Kann ich euch irgendwie helfen? Erstmal gucken. Vielleicht geben die mir auch einen Hinweis? You're still a child. You can't do anything. Enjoy your special day and put us out of your mind. What my husband means is, you're very generous, but we don't need charity to solve our problems. Oh, toll, keine Almosen. Die sind dann auch stolz. Ich verstehe dann viel Glück. Dann lasst euch eben auf der Straße umbringen, lebt wohl. Das ist natürlich sehr sarkastisch, zynisch. Nee, mag ich nicht. Ich möchte ganz gerne, dass sie lernen sollen, Hilfe anzulehnen. Mal gucken. Goodbye indeed. Ach so. Wait, can I talk to you a moment? Aha. Ey, das ist ja... Irgendwie bin ich jetzt ein bisschen... I apologize for my parents. They're too proud to accept help, much less ask for it. My parents will labor in the army camp, and they'll expect me to do the same, but... I don't like the idea of being surrounded by human soldiers who haven't seen a woman in months. Oh, yeah. Ja, das fixt mich schon ein bisschen an. Ich würde dir etwas Geld helfen. Naja, vielleicht solltest du hier bleiben, Fragezeichen. Ich würde euch ja helfen, aber ich kann gerade nicht. Nö. Dir vielleicht, ihnen aber ganz bestimmt. Dir vielleicht nicht, aber ihnen. Nee. Vielleicht solltest du hier. Ich check einfach mal. Wie schon gesagt, ich weiß nicht, was passiert. I would, but my father would have to believe I have a future here. Aha. Würde euch ja helfen können. Spaß mit den Soldaten. Nö, nö. Reden wir mit ihm. Alright. If you think that will help. Ich finde das gut mit den Szenen. Quest aktualisiert. Okay, ein Tag der Freude. Hilf Nessa. Du hast angeboten, mit Nessas Vater zu sprechen. Vielleicht kannst du ihn davon überzeugen, sie im Gesindeviertel bleiben zu lassen. Sollte möglich sein. Da bin ich mal gespannt, wie er darauf reagiert. So. Wer ist denn Nessas Vater? Das ist er hier. Ach ja, der hier. Hello again. Isn't your wedding soon? Will ich mit dir über deine Tochter reden? My daughter? Ja, ich glaube, ich weiß, wie sie hier bleiben könnte. Sie bat mich, euch zu helfen. Vielleicht nicht. Ne, ich sag einfach mal von mir aus. Und nicht... I don't take advice from children, nor do I plan to split up my family. Now excuse me. Was ist los? Ich bin auch kein Kind. Was ist los hier? Überreden, ich spreche nicht für mich. Du machst einen Fehler. Wollt ihr, dass sie eine Marketenderin wird? Marketenderin. Gut, dann sterbt eben. Na, ich spreche nicht für mich. Du machst einen Fehler. Mal gucken. That's unusual. I'm listening. Er zieht es vor, anonym zu bleiben. Sie sollte bei meinem Vater bleiben. Eigentlich spreche ich nur für mich. Oh, da sind Entscheidungen, Entscheidungen, Entscheidungen. Sie sollte bei meinem Vater bleiben. Er zieht es vor, anonym zu bleiben. Wieso er zieht es? You speak out of place, young one. My family's business is none of yours. Was ist das für ein Mist jetzt? Ist das Familie hat das Gesinde für immer. Nee, was ist denn jetzt los? Das ist aber hart. Muss das so sein? Kann ich die jetzt auch nicht mal anquatschen oder was? Wo läufst du denn jetzt hin? Oh. So, und schon habe ich den ersten Fehler gemacht oder hab's verkackt.
zu. Okay, die hauen ab, stehen aber noch dumm rum. Ja, Quest verkackt. Das fängt ja gut an. Elfen, elf. Elf. Zwölf. Oh, whenever I look, I just see the mother. The mother was far more delicate. Dilben. It's the same. Well, it's the lucky bride herself. Hello, dear. Oh, now, love, she probably doesn't remember us. Oh, of course. I'm Dilben, and this is Gethon. We were friends of your mother's. We haven't seen much of you since, well... Okay. Wir waren Freunde deiner Mutter. Wir haben nicht oft... Vater hat sie sehr geliebt. Vater hat euch nie erwähnt. Was könnt ihr mir über meine Mutter erzählen? Faszinierend, aber ich muss jetzt weg. Nö. Fangen wir mal über meine Mutter. Your father still doesn't speak of her, does he? Adiah was beautiful and full of life and a bit wild. She wanted you more than anything. It's sad she never got to see you all grown up. We just wanted to see you today and express our good wishes. Das ist nett. Danke. Freunde meiner Mutter sind auch meine Freunde. Ich werde nicht heiraten. Das, ich, mich interessieren eure Widerwünsche nicht. Nee, ich werde mich erstmal bedanken. We've saved a bit of money for this day. We'd like you to have it. To help start your new life. Das ist sehr großzügig. Ich fühle mich geehrt. Danke. Das kann ich nicht annehmen. Ich fühle mich geehrt. May God bless you. Der Erbauer segne dich. Erhalten. 15 was? Was sind Zeug? Hallo? Hä? Guck mal, was ich erhalten habe. Ich hab das nicht so schnell sehen können, was ich erhalten habe. Hochzeitsgewand. Accessoires. Bundumschlag. Das kennen wir ja schon mit dem Bundumschlag. So, was habe ich? Ach hier, 15. Was ist das? 15, 15, hä? Und 40, hä? Okay, das wird sich bestimmt im Laufe des Spiels auflösen. Oder ihr good luck to you today. Schreibt mir das in den Kommentaren. Ja, good luck to you. Und schon schneiden wir dich. Du Kacke. Oh, hier ist ein Schild. Baum im Gesindeviertel. Ah ja. Nicht ganz so groß wie der Baum im Avatar, aber groß. Was steht denn drauf? Neuer Codex-Eintrag. Das ist mir zu schnell. Was ist das? Benadal, Baum des Volkes. Fast alles von früher ist verschwunden. Jede Generation vergisst wieder ein Stück der alten Sprache. Wieder eine Tradition. Und das wenige, was bleibt, verkommt zur reinen Gewohnheit. Seine Bedeutung längst verblasst. So ist es auch mit dem Vanendal, dem Baum des Volkes. Jedes Gesindeviertel hat einen. Aber ich habe ich gehört. Oder hatte zumindest einen als kleines Mädchen. Hatte meine Mutter mir erzählt, der Baum sei ein Symbol für Arlatan. Aber mehr wusste sie selbst nicht. Heute pflegen wir den Venendal nur noch aus Gewohnheit. Viele Städte haben ihn verdorren lassen und dann zu Feuerholz verarbeitet. Kein großer Verlust. Sie redet ja, okay, das war jetzt also der Baum des Volkes. Also so eine Info. Okay, das ist also... So, dann gib mir meine Gießkanne, damit auch dieser Baum nicht verdorrt. Hier. Hier gibt es auch noch einen Theodore. Hello there. Congratulations on the big day. Have you seen Soros? Heute nicht. Ich suche ihn selbst. Okay. Well, if you see him, ask him to come by and say hello, will you? Ja klar, machen wir das. Okay, hier ist wahrscheinlich ein Erfahrungsmeter, Levelmeter drin. Was ist das denn? Hallo? Was hüppelt da? Ist das eine Ratte? Hey Ratte! Und was bist du? Hund. Also hier ist echt Dorfleben. Das ist cool. Aber das lenkt mich völlig ab. Da, die Ratte hier, ne? Guck. So, wen haben wir noch hier? Hier haben wir... Sind das Kindertjes? Nee. So, die will nix. Das ist eine Elfin. Ja, schauen wir mal, was wir machen können. Also, wir gehen als erstes mal in
die Richtung. Da gibt es einen ulkig Laden. Vielleicht kann ich da irgendwie was machen. So, ja. Hier gibt es nichts, ne? Nein. Also das ist ein spannendes Spiel. Also ich finde es spannend. So, Alaritz Laden. Gucken, wie der Laden aussieht. Shalutschujan, kann man hier einkaufen? Mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein, aber keine Lose. Ja, das ist ja cool. Da ist ja der Alaritz. Den werden wir mal anquatschen. What are you doing here? You should be getting ready for your wedding. Aha, sie möchte, dass er kommt. Was hast du anzubieten? Hey, ich will nur die letzten Augenblicke in Freiheit genießen. Ich wollte gerade gehen. Nee, was hast du anzubieten? Erstmal will ich wissen, was er anbieten kann. Nothing right now. I have to prepare for the wedding too. Now shoo. Hallo? Still here? Shoo. Go get married. Eyo. Eyo, das ist ja nicht gerade freundlich gegenüber einer Frau. Was soll denn das hier bitte sehr? Ich glaub's ja nicht. Let's get started. Frecher Heinz. So, das heißt also, gehen wir also hier rechts oben gibt's so ist ein Tag der Freude. Für mich ist es kein Tag der Freude. Okay, dann werden wir uns doch mal dahin begeben. Ach, der Pfeil wird auch noch gelb. Ey, was ist denn das hier für ein Dandy? Ja, das ist cool. Hier ist keine Disco, wo man sich anlehnt. Well, if it isn't my lucky cousin. Care to celebrate the end of our independence together? Können wir noch weglaufen? Keine Sorge, Soris, alles wird gut. Bekommst du kalte Füße? Okay, er wird auch heiraten. Nee, ich... That's easy for you to say. Apparently your groom's a dream come true. My bride sounds like a dying mouse. Ich bin sicher, sie ist sehr nett. Mein zukünftiger ist attraktiv. Das Aussehen ist nicht alles. Du kannst für ihn... kannst ja einen Käfig zur Hochzeit schenken. Oh weia. Das ist geheuchelt. Das ist mir egal. Also Aussehen ist nicht alles. She's not ugly, exactly. I don't know. Maybe it's just nerves. Let's go introduce you to your dreamy betrothed before you say I do. Cool. So, sprich mit deinem Bräutigam. Soris ist der Meinung, ihr solltet euch mit euren zukünftigen Ehepartnern unterhalten. Ja, tolle Nummer. Also das ist die Obergeschichte und das ist das Unterteil. Aktivieren als gelesen, markieren. Weiß ich nicht, ob ich das machen soll. Ja, dann gucken wir mal. Das heißt also, hier gibt es... Hier gibt es was? Anwesen des Harals von Dinneren. Wo soll ich denn jetzt hin? Valora, ein Tag der Freude. Okay, das sind die Questmarker, denke ich mal. Gut, dann gehen wir mal in die Richtung hier. Oh ja, knacken wir mal da mit deinem Nacken rum. So, mich interessiert auch, ob mein Avatar eurem Geschmack entspricht. Ich habe diese bewusst nicht hübsch gemacht. Oh, 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 oh. Winke, winke. Scheiße. Let go of me! Stop, please! It's a party, isn't it? Grab a whore and have a good time. Savor the hunt, boys. Take this little elven wench here. So young and vulnerable. Touch me and I'll gut you, you pig! Please, my lord. We're celebrating weddings here! Silence, worm! I know what you're thinking, but maybe we shouldn't get involved. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Ja. Ich lasse nicht zu, dass sie diese Menschen uns schänden. Das ist, sieht, das ist ja fast Vergewaltigung hier. Was Shiani macht, da macht es selbst mit Bedenken zur Kenntnis genommen und jetzt aus dem Weg. Wir müssen ja nicht sinnlos unser Leben aufs Spiel setzen. Ich lasse nicht zu, dass diese Menschen uns schänden. Ja. Fine. But let's try to be diplomatic, shall we? Ja. What's this? Another lovely one come to keep me company.
Oh, weia. Das ist ein böser Typ, den mag ich überhaupt nicht. Lass uns einfach darüber reden, in Ordnung, Tom, weiter, Mensch. Menschenabschaum, ihr werdet noch bereuen, was ihr getan habt. Und weiter, Mensch, lasst uns einfach darüber reden, das ist mir zu ökomäßig. Ihr müsst hier sofort weg. Macht das Angst? Menschenabschaum, träumt weiter, Mensch. Nee, ich mach mal das. Ha! You hear that, Vaughn? Ha! Do you have any idea who I am? Das interessiert mich ein Scheiß. Sehr gut. Are you insane? This is Vaughn Orion, the Earl of Denerim's son. What? Oh, Maker. Ja, das war schon mal sehr beeindruckend. Es ist alles außer Kontrolle geraten. Wie bringt ihn nach Hause? Wenn ihr nichts erzählt, sagen wir auch nichts. Vielleicht hätte sein Vater ihm bessere Manieren beibringen sollen. Dann stellt euch vor, was wir mit euch beiden anstellen. Das hört sich scheiße an. Vielleicht hätte sein Vater ihm besser Manieren beibringen sollen. Ja, mal ein bisschen schnippischer sein. You've a lot of nerve, Knife Ears. This'll go badly for you. Oh, I really messed up this time. It'll be all right. He won't tell anyone an elven woman took him down. I hope so. I should get cleaned up. Is everybody else all right? I think we're just shaken. What was that about? Looks like the Jarl's son started drinking too early. Well, let's not let this ruin the day. This is Valora, my betrothed. Ui, packend. Spannend. Da muss auch dieser junge Mann Laros sein? Ja. Dieser Mann muss mein zukünftiger sein? Und wer ist der Begleiter? Ich nicht mein zukünftiger. Ach, ich bin mal so doof. By the Maker! I can't believe you sometimes. Yes, this is Nelaros, your betrothed. Do I really make such a poor first impression? Gehen wir zur Sorge. Sie wollen sich gewiss vorbereiten. Der zweite ist nicht viel besser. Das interessiert mich alles nicht sonderlich. Nein, natürlich nicht. Tut mir leid. Das interessiert mich alles nicht. Nicht sonderlich. Der zweite ist es. Was soll ich denn? Gehen wir so, Sie wollen gewiss. Nö. Nö. Ich mach mal so. Are you saying you don't want to marry me? Ja. Ich lass mich doch nicht zwangsverheiraten. Ich hab mich extra hässlich gemacht und mir alle Haare abgeschnitten. Nun, wenn ich es verhindern will, ich will überhaupt niemanden heiraten. Das war natürlich ein Witz zur Auflockerung. Nee, ich will überhaupt nicht heiraten. Und tschüss. I see. Well, I hope in time you can learn to... Come on, cousin. We should let them get ready. We'll see you two in a bit. Don't disappear on us. It'll be fine. You'll see. Don't look now, but we have another problem. Oh, war ja nicht hinsehen, aber wir haben noch ein Problem. Was meinst du? Ist das Wogen? Er ist zurück. Gut, wenn es die Hochzeit verzögert. Außer, dass du meinen Verlobten verschreckt hast. Erstmal dumm. Another human just walked in. Could be one of Vaughn's or just a random troublemaker. Hey. Either way, we need to move him along before someone does something stupid. Ah, der war auch ganz handsome. Gut, reden wir mit ihm. Ein einzelner Mensch wird schon keinen Ärger machen. Töten wir ihn einfach? Nö. Gut, reden wir mit ihm. Let's do this quickly. Sehr geil. Gut, Quest aktualisiert. Finde heraus, wer da neu angekommen, was der neu angekommene Mensch wissen will oder will. Soris hat einen weiteren Menschen im Gesindeviertel bemerkt. Da Worgans Eindringen viele deiner Nachbarn nervös gemacht hat, solltest du herausfinden, ob die Anwesenheit dieses Menschen Schwierigkeiten bedeutet. Auf jeden Fall werden wir das machen.
Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, liebe Fans von Dragon Age Origins, ich wünsche euch, es hat Spaß gemacht. Schreibt Kommentare und sagt was zu meinem Avatar. Beziehungsweise gebt mir ein paar Tipps und ein bisschen Hilfe. Und im nächsten Teil werden wir mal gucken, was das für ein handsome Guy da hinten ist. Ja, mit dem Doppelschwert. Ich freue mich schon. Also, macht's gut. Tschüss.